In diesem Video könnt ihr eure Veranlagung für luzides Träumen testen, sprich herausfinden, ob ihr zu denjenigen gehört, die eher leicht einen Klartraum bekommen können oder ob ihr es eher schwerer habt. Wie ihr wisst, gibt es Leute, die wirklich beim ersten Versuch schon einen Klartraum haben. Und von solchen Erfahrungsberichten meiner Zuschauer habe ich euch über die Jahre auch oft erzählt. Dann wiederum gibt es aber auch diejenigen, die es zigmal versuchen und es trotzdem nicht hinbekommen. Auch solche Kommentare bekomme ich hier und da. Woran liegt das? Jeder Mensch kann bestimmte Dinge besser oder schlechter als andere. Und jetzt finden wir gemeinsam heraus, wo genau ihr euch auf diesem Spektrum befindet. Dafür habe ich einen Test für euch von dem bekannten russischen Klartraumforscher Mikhail Raduga, der aus 10 Fakten besteht. Jeder Fakt, dem ihr zustimmt und den ihr mit Ja beantwortet, wird als ein Punkt gezählt. Merkt euch die Anzahl eurer Ja-Antworten oder schreibt sie euch am besten auf. Seid ihr bereit? Los geht's! Nummer 1. Ich wurde schon mal unbeabsichtigt in einer Traumszene luzid. Das heißt, ihr habt schon einmal gemerkt, dass ihr euch gerade in einem Traum befindet und das unbeabsichtigt. Nummer 2. Ich hatte schon mal unabsichtlich das Gefühl, dass ich meinen Körper verlasse bzw. mich von meinem Körper trenne. Nummer 3. Ich hatte schon mal beim Aufwachen oder beim Einschlafen eine Schlafparalyse. Das heißt, ihr wart wach, konntet aber euren Körper nicht bewegen. Nummer 4. Ich habe schon mal erlebt, dass ich aufgewacht und aufgestanden bin und erst im Nachhinein bemerkt habe, dass es ein Traum war und ich nicht wirklich schon aufgestanden war. Nummer 5. Für gewöhnlich schlafe ich mehr als 8 Stunden. Es hat sich gezeigt, dass die Menschen, die lange schlafen, auch einfacher klarträumen können. Nummer 6. Ich kann locker mehr als 10 Stunden am Stück schlafen. Je mehr ihr schlaft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr für das luzide Träumen gut veranlagt seid. Nummer 7. Ich habe fast jeden Tag ziemlich lebhafte Träume. Nummer 8. Manchmal schlafe ich nicht nur nachts, sondern auch mittags. Nummer 9. Ich bin 18 oder jünger. Jüngere Menschen sind generell besser fürs Klarträumen veranlagt. Nummer 10. Ich bin weiblich. Das weibliche Geschlecht kann generell auch einfacher luzide Träume haben als das männliche Geschlecht. So ist es nun mal leider. So, das war's. Und wie sieht's aus? Wie viele der eben von mir aufgezählten Fakten konntet ihr mit Ja beantworten? Habt ihr es euch gemerkt oder aufgeschrieben? Jetzt kommt direkt die Auswertung. An diejenigen, die 0 bis 3 Punkte haben, ihr könnt es klarträumen lernen, doch es wird euch leider schwerer fallen als anderen. Es kann sein, dass ihr viel mehr als 10 erfolgreiche Versuche braucht, um euren ersten richtigen Erfolg mit einem Klartraum zu erzielen. Dennoch solltet ihr euch merken, klarträumen kann jeder und es gibt niemanden, dem dieser Weg irgendwie komplett versperrt bleibt. Also bleibt dran. Die, die 4 bis 6 Punkte erreicht haben, ihr habt es natürlich leichter als die erste Gruppe. Bis ihr die ersten Erfolgserlebnisse habt, kann es bis zu 10 richtige Versuche beanspruchen. Die Basics habt ihr aber schon und das ist das, was zählt. Jetzt kommt es darauf an, die weiteren Schritte bzw. den ganzen Prozess zu optimieren. Wenn ihr der Mindsurfing-Anleitung folgt, über die ich zahlreiche Videos auf meinem Kanal gemacht habe, hier oben verlinke ich euch das Neueste, in dem ich das Ganze ausführlich erkläre und visuell darstelle, dann könnt ihr euch den Prozess nochmal aufs Genaueste einprägen und erzielt schon bald Erfolge. Am besten auch das Video die Top 15 größten Fehler für das luzide Träumen anschauen, so dass ihr wisst, was ihr vermeiden müsst und dann könnt ihr das Ganze wirklich komplett optimieren und es steht euch danach nichts mehr im Weg. So, jetzt kommen wir zu den Talenten. Falls ihr 7 bis 10 Punkte erreicht habt, besteht bei euch auf jeden Fall eine sehr gute Veranlagung, um extrem lebhafte Träume zu erleben. Es wird bei euch wahrscheinlich direkt beim ersten Versuch oder bei einem der ersten Versuche klappen, in einen Klartraum zu gelangen. Mit den neuen Fähigkeiten könnt ihr dann praktisch in 2 Welten leben. Verpasst auf keinen Fall so eine großartige Möglichkeit, denn im Klartraum sind eurer Fantasien
keine Grenzen gesetzt. Schreibt es mir unten in die Kommentare, wie ihr bei dem Test abgeschnitten habt. Und seid auf keinen Fall entmutigt, falls ihr wenige Punkte erzielen konntet. Das Ganze ist nur eine grobe Richtlinie und wie bereits gesagt, keiner auf dieser Welt bleibt von dieser wunderbaren Begabung ausgeschlossen. Wie in allen Bereichen im Leben, macht auch hier die Übung den Meister. Falls ihr auch daran interessiert seid, ein großes Selbstbewusstsein zu bekommen und alles im Leben einfacher erreichen zu können, habe ich ein Geschenk für euch, nämlich mein kostenloses E-Book, die Selbstbewusstseinsformel 10 Schritte zum großen Selbstbewusstsein. Der Link zu dem E-Book ist oben in der Infokarte und unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Video, Freunde. Peace.